Hallihallöchen und herzlich willkommen bei LPT Minecraft. Ich wollte es mal abkürzen, damit ihr euch nicht langweilt. Ich bin der nette Juggler und hier der die nette Kamera bedient, ist der liebe Ryder, dem hier auch der Kanal teils gehört. Der gehört komplett mir. Ich habe den nur mit einem anderen, also um das mal nebenbei zu erwähnen, ich habe das nur mit einem anderen gegründet und der kümmert sich einfach nicht drum. Also. Aber der Name Ryder Stopsel ist auch gar nicht so schlimm. Ich gehe mal kurz hier lang und ich sehe sofort Eis. Ich bin begeistert. Und du machst das nicht. Wir werden jetzt erstmal Holz holen und erstmal ganz vorbildlich direkt neben dem Wald auf dieser Freifläche, auf die ich gerade die ganze Zeit gestarrt habe, unser Haus bauen. Freifläche? Wo? Daran denken, Birken sind unter Naturschutz, die machen wir nicht. Die kann man für die ganzen Stickies nehmen, eigentlich. Ja, so mache ich das immer. Die jetzt nicht benutzen. Also ich meine, wir können Stickies nehmen, wir nehmen keine Birken und... Oh, Kühe! Dreimal Holz! 24 mal Holz! So, ich baue hier gerade eine schöne Baum ab und habe da viel Spaß mit dem lieben Ryder. So, wo lang geht's? Dann? Und wir haben hier Schafe und so weiter. Hey, Freunde, wir wollen die alle mit dabei finden. Oder, warte, wo habe ich das her? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich werde jetzt... abbauen mit der losen Hand, mit meiner Faust, die stahlhart ist, besser als die von Chuck Norris und au! Ich habe gerade von Chuck Norris eine Überhitzung bekommen. Ich glaube dir ja vieles, aber nicht, dass dein Bruder Chuck Norris ist. War auch nicht Chuck, mein Bruder ist auch nicht Chuck Norris. Naja. Kurt ist ja auch noch übrigens, ne? Und diese Kühe sind auch hier und sie nerven mich nicht irgendwie. Ich meine, und ich liebe diese Schlucht hier oder was, oder diese Höhle oder was auch immer. Da es hier Eisenkohle gibt. Wollen wir in der Schlucht bauen oder wo bist du denn jetzt? Nee, eigentlich? Da hätte ich nicht gebaut. Wo bist du denn? Wir können erstmal gucken, ob wir was Ordentliches finden, wo es sich bauen lässt. Na, hier so direkt neben der Schlucht. An den Waldrand. Da nervt mich die Monster und davor im Schlaf. Da wo ich gerade abbaue, hier so direkt neben dem Wald, aber trotzdem an der Schlucht. Hier kann man. Nein! Die Creeper werden mich nerven! Die können mich nicht leiden. Warte mal, Lukas, ich habe eine Idee. Ich habe was gefunden. Wo bist du denn? Und außerdem heiße ich Ryder. Ich seh dich. So, mein lieber Jarelor, wo denn jetzt hin? Hinter dir. Dreh dich einfach mal um. Ich bin zu faul. Ach man, der war fast in die Schlucht gelaufen. So, komm jetzt mal mit. Ich bring dich jetzt mal zum Wasser. Hui. Schuppidu und... Ich renne dir hinterher und töte nebenbei noch eine Kuh. Stopp Kuh. Ich fahr mit der Werkbank. Die Werkbank macht übrigens wirklich ein mehr Damage als die blanke Faust. Natürlich. Lass die Kuh jetzt in Ruhe. Ich muss sie vergewaltigen. Ich hab wirklich eine Bucht gefunden. Keine Schlucht, sondern eine Bucht. Und, na gut, doch nicht nur eine Bucht, sondern auch eine Schlucht. WT LOL. Wow. Soll ich ihn reinschubsen? Hilfe, Hilfe. Warte, wow. Ich hab eine Idee, ich schleiche. Weil ich glaube, diese Bucht ist auch eine Schlucht. Okay, Leute, ich hab euch angelogen, es ist wirklich eine Schlucht. Was hab ich denn für eine geile Welt rausgesucht? Einen, der ich liebend gern, da ich sterbe und Samen gefunden habe. Ich springe mal hier so ganz fröhlich hier, doch nicht hier lang. Ich springe ganz fröhlich hier lang. Wo bist du? Ja, ich habe den Weg gefunden. Warte. Schlucht? Nein. Nein, falsch rum. Nein. Mist. Bitte. Pilze, damit kann man nicht Pilzsuppe machen. Mir hinterher. Genau hier so. Hier ist auch Eiswelt, ne, nebenan. Auf dem Eis bauen wir jetzt unser Haus. Hast du sie noch alle? Wieso nicht? Wir machen jetzt erstmal eine kleine Schlittschuhparty. Ja. Warte mal. Warte, hier so. Ey, Lukas. Ryder, every day I'm shuffling, würde ich sagen. Yeah. Und, warte mal ganz kurz.
Das ist peinlich. Ja, da war unser Telefon. Aua. Tut uns leid. Oder tut mir leid, dass da gerade das Telefon geklingelt hat. Ich kann nichts dafür. Dankeschön. Okay, dann bauen wir erstmal, warte, so ein kleines Häuschen. Irgendwie funktioniert das ohne den netten CJ relativ gut hier, würde ich behaupten. Ja, ohne dass der seine dummen Kommentare abgibt. CJ, falls du das hörst, das war Absicht. Also wir können uns hier alle überhaupt nicht leiden. Wir hassen uns alle wie die Pest. Machen das hier nur wegen des Geldes. Also ja, nicht nur, dass ich das Geld erst in 5 Jahren anmelde. Nein, kleiner Scherz. Wenn wir können uns hier richtig gut leiden. Wir sind hier die besten Kumpels. Wir so zu dritt. Zu zwei. Und der Typ ist nur ein Mitläufer. Stimmt auch wieder, ne? So. Also wir wollen jetzt hier keinen, ausgrenzen und... Doch. Hallo Emma, was machst du bei uns dort im Haus? Was, Emma ist im Haus? Oh cool, ein Haustier. Emma Lol, ist in ich der hab Haus. Ich habe wieder ein Hausschwein. Haben Emma auch Guck auch mal, der ein Haus. Schweinchen, oh wie niedlich. Stirb. So, wie machen wir das jetzt eigentlich mit den Häusern? Naja, Blöcke setzen. Ach, Blöcke setzen, wusste ich gar nicht. Nee, mit den Etagen und so weiter. Also, dass wir jeder eine Etage haben, oder? Na, erste Etage ich, zweite Etage du und die Gäste, die dürfen sich ihre aussuchen. Nee, warte, ich bin zweite Etage. Ja, CJ, der darf unten. Klar, dann bin ich zweite. Der. Und ach ja, du hast was falsch gebaut. Wieso? Wo? Ja, du hast hier einen Block zu viel gesetzt auf deiner Seite. Dann bau ihn ab. Du Strafverbrecher. Dann bau ihn ab. Richtig. Ah, doch, kann ich. Also, falls ihr da fragt, ich bin ein richtig guter Minecrafter. Nein. Also, er spielt das hier nicht zum ersten Mal. Ich erinnere an die letzte Aufnahme. Ich spiele nicht zum ersten Mal Minecraft. Ja, aber bist du doof, eine Tür zu setzen? Die Tür musst du von außen ransetzen. Das weiß ich doch. Ich spiele nicht zum ersten Mal Minecraft anscheinend. Doch. Bla, bla, bla. Also hört den netten Rider lieber mal nicht zu, der erzählt nur Schwachsinn. Ich wette, jetzt habe ich Holz, das überhaupt nicht dazu passt, richtig? Warte. Ja. Ja. Zu dunkel. Scheiße. Mach daraus eine Tür, mach daraus Dickies, mir egal. Mach's einfach weg. Okay. Und bitte mach uns mal 2 Schwerter gleich daraus. Gib's nie. Du bist jetzt mal hier das nette Heferlein, du wirst jetzt gefälligst mal Schwerter machen. Ich habe keinen Bock, mich mit Creepern anzulegen. Und zwar mit der bloßen Faust. Zumindest mit meiner Chuck Norris Faust da. Ich sag ja auch gleich mal, wer die schönen kleinen Schwerterle abbekommen. Es war keine Drohung. Kann man hier, schade, dass man hier nicht wie in zum Beispiel Dead Island durch die Waffen werfen kann. Kann man. Ja, nur leider bringt das keinen Schaden. Geil wär's, wenn's Schaden macht. Das ist nicht euer Ernst. Das könnte ich jetzt im Prinzip ja schon ein Schwert werfen. Nein, bist du verrückt? Was denn? Ich hätte einen Holzuntergrund gemacht. Hä? Was? Wie? Holzuntergrund? Wo? Guck mal, was ich dort hinten alles gemacht habe schon. Dürfte ich mir nur erklären. Da kommt ein Zombie auf uns zu. Ich mach Zombie-Schnitzler. Und wer Alter, gib mir einen Schwert! Ich hab Angst. Emma macht mir Angst und der Creeper da hinten. Nee, der Creeper da nicht ab. Emma macht mir Angst. Welcher Creeper? Was ist das denn? Creeper? Skelly, Alter. Hey Emma, what's up? Ach, du meinst, der Zombie? Ach, der macht nichts. Bring mir mal ein Schwert. Ich hab Angst. Willst du hier wirklich ein? Da hinten im Wald ist gerade eine. Links verschwunden, ein Creeper und... Nein, der Creeper ist noch da. Mit einem Skelly. Nee, den meine ich ja nicht. Da hinten im Wald. Ganz genau hinter uns. Naja, ist egal. Ich mache erstmal Emmas Freunde tot, damit wir was zu essen. Freundinnen. Und was anziehen haben. Darf ein Mädchen etwa keine männlichen Freunde? Also das ist ja auch immer so ein aktuelles Thema, ne? Viele sagen ja, wenn ein Junge und ein Mädchen befreundet sind,
dann muss das sofort Liebe sein, ne? Hilfe! Genau, Locks zu mir. Autsch! Stopp, Skelly! Jetzt kommt hier der! Seht euch diese actionreiche. Autsch! Ich kack ab! Aber nein, ich hab die XP bekommen! Nein! Du Arschloch! Ich hab grad, die mir verdient! Gerade eben wollte ich dir nur ein Fleisch geben, jetzt hast du es verkackt. Creeper? Ja, der ist hier, explodiert gleich. Creepy! Komm mal, hey! Creepy! Komm mal her! Komm mal her, Creepy! Nein! Wehe! Weißt du überhaupt, wie man gegen einen Creeper kämpft? Ja! Na, gegenrennen und zuschlagen, mehr ist es ja nicht! Ja, schlag dich doch zu ihm hin, das war eine super Idee. Das war deine Schuld. Wieso, du hast mich doch dahin geschlagen. Du bist mir auch dazwischen gegangen, Alter, ne? Wollte ich nochmal so nebenbei bemerkt haben. Ich hatte auch Video, ich bin nicht dazwischen gegangen. Ich bin gegen ihn gerannt. Oh, und schön, dass du mein ganzes Zeug einsammelst, während uns ein Zombie attackiert. Warte, lass mich. Da gibt mir einfach mein Zeug wieder. Sollst du doch einfach nur mein Schwert wieder geben. Mehr ist doch nicht. Bin auch sowieso gleich tot. Nee. Wir gehen mal erstmal zurück ins Haus. Alter, lässt du mich mal? Nee, du sollst mir mein Zeug wiedergeben, vor allem mein Essen und mein Leder. Essen, Stock, Sand, Leder hab ich. Du sollst mir jetzt nur noch das Leder und mein Schwert geben. Und lol, da ist eine X... Was ist das denn bitte? Guck mal unter dich, da ist eine XP-Kugel. Was? Wo? Unter dir war gerade eine XP-Kugel, warte. Da. Da ist eine XP-Kugel. So, hallo, Zinett. Ach ja, da. Lol, da ist eine XP-Kugel. Ich geh noch mal Emma töten. Nein, muss nicht. Ich liebe Emma. Ah, zu spät. Jerry, wie viel verfickte Leder hast du mir denn geklaut? Lol, ich hab das Schwein bis hier drüben gehört. Drei. Warte mal, wie viel hattest du vorher einen? Gib die Leder her. Gib alle Leder her. Alle Leder gib zu mir. Mann. Jetzt fühle ich mich toll. Jetzt habe ich 5 Leder. Weißt du, was ich daraus machen werde? Den Tod. Nee, eigentlich... Was macht man bitte aus 5 Leder, wenn man nichts Besseres zu tun hat? Frag mich doch, damals hat man auch bei Zombies Federn bekommen. Woher haben die Federn? Kannst du mal fragen. Zombies hat man keine Federn bekommen. Bei Skeletten denn dann? Pems, komm mal her. Ich hab ihn gekillt. Mann! Du klaust mir immer meine gute Show. Langsam glaube ich dran, dass ich jetzt... Da versuche ich dem eine Lederkappe gegen den Kopf zu werfen, da haut der ab. Och danke, du bist ja nett. Den kann man Eishockey spielen, komm, wir werfen uns mit Clay ab. Yay! Das ist so episch. Ich glaube, langsam sollten wir mal was Sinnvolles machen, anstatt hier uns mit Leben zu bewerfen. Warte, ich guck mal ganz kurz. Ja, wir haben noch so ungefähr eine Minute. Ja, mein schade, ich kann den Leben nicht werfen. Komm, ich setz mir mal die Lederkappe auf. Ah, die sieht die hässlich aus. Hättest du nicht was anderes machen können? Ich hätte was auf. Hätte, wäre, könnte, ja. Ach, hätte ich doch, was wäre ich doch, ach, hätte ich denn, was, nein. Soll ich dort hintergehen und Emma töten? Emmas töten? Emmas töten? Ja, warum eigentlich nicht? Ich habe nur Angst, dass irgendwer oder ein Monster kommt. Ich hab Angst, dass die Tierschützer zugucken. Was? Nein! Die Tierschützer können mich mal... die können mich mal besuchen kommen. Die sind ganz schön treffen. Hier hinten sieht doch ganz strange aus. Ich hab dich auch lieb. So. Das jetzt geklärt wäre... Ich dachte, du magst den netten CJ. Never. Ich hab den doch vorhin gedisst. Ich meine, da hasse ich ihn doch automatisch. Ihr seid doch schon seit 2 Monaten zusammen.
Du und er. Wo hast denn das jetzt her? Nein, also für die Zuschauer hier zum Verständnis sind sie nicht wirklich. Ist nur so, wenn dann überhaupt Spaß, ne? Ist ja alles nur Spaß, ist zu entertainen. Entertainment oder was auch immer hier, we love to entertain you, nichts anderes. Und ich habe kein Schwert mehr, wisst ihr? Wir wollen einfach nur zu RTL, weil wir da perfekt hinpassen. Also zumindest einer. Hab wieder einmal Leder. Zumindest einer von uns passt super zu RTL. Was? Wir haben ein Problem. Ryder. Sorry. Was? Mann. Du weißt schon, dass er ein Skelett ist und uns beobachtet, aber nicht angreift. Ja, wer kann, der kann. Und ich kein Schwert habe. Nur du ein Schwert hast. Tja, du musst es deins ja kaputt machen. Ich muss... Hilfe. Oh! Nein! Nein! Guck mal! Ryder, hilf mir mal! Ich bin hier die ganze Zeit ums Haus springend rumgerannt und ich brauch dringend Leben. Tja, dann hol dir welche. Und, lol? Guck mal gerade bitte. Ja, wie soll ich mir Leben bedrohen? Ich krieg keine Leben! Wieso nicht? Ist einfach Fleisch. Hab ich ja. Na dann ist weiter. Kann ich nicht. Ich bin vollgefressen. Und was soll das bitte schön? Was soll das? Juhu! Lieber Ryder, würdest du mir das jetzt bitte mal erklären? Denn die Dummheiten. Erstens keine Dummheiten, zweitens, ja, lass dich überraschen. Ja, gleich die erste Folge und ich hasse Überraschungen. Gleich die erste Folge und ich überziehe erstmal. Was das ist, seht ihr dann in der nächsten Folge. Was? Was das ist, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ja, lol. Nee, so böse bin ich nicht. Geh noch mal auf den Turm drauf, dann siehst du, was doch, es ist. Doch, bist du. Geh noch mal auf den Turm, dann siehst du, was es ist. Ach so. Juhu! Mein Whirlpool. Das ist eine schöne Todesrampe. Die kann man so richtig schön nutzen. Das ist mein Whirlpool. Kannst du damit rein? Warte, was? Whirlpool? Blubberblaseneffekt. Blubberblaseneffekt? Ja, du bist doch so ein blubberblasendes, blasendes, was weiß ich halt da, ne? Etwas. Nein. Also, beenden wir die Aufnahme mal mit diesem wunderschönen Whirlpool, wo Gerolo einfach nicht reinkommt. Und was? Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Schon beenden? Was hast du denn jetzt schon wieder für Probleme? Na, vielleicht sind die 15 Minuten schon lange rum. Dann schneiden wir es halt in. Dann machen wir halt jetzt eine halbe Stunde und dann... Niemals! Und dann machen wir halt, keine Ahnung, machen wir es doch in 2 Viertelstunden oder so. Die drunter also schneiden. Ich habe schon 18 Minuten aufgenommen, ich beende jetzt. Warte, ich baue noch schnell den Baum ab. Nein! Jetzt hast du Pech, warte. 3. Komm doch jetzt Baum noch schnell. Muss noch sterben. Komm jetzt in den Whirlpool hier rein. Was? Ich baue jetzt noch den Baum ab. Den habe ich jetzt angefangen, den muss ich jetzt auch beenden. Dann so. Beende ich die Aufnahme leider ohne dich, ich meine. Warte, nein, ich brauche noch einen Holzblock. Ich komme! Na komm rein! So, ich ertrinke! Und dann beenden wir die Aufnahme mit Gerald, oh, wie er ertrinkt. Ah! Gute Nächte! Und tschüss!